Hallo, Niederlandcube und willkommen zum Preview zu Sonic und Sega All-Stars. Tja, das ist das Preview hier, tja, zu der altbekannten Spielereihe und tja, deswegen nehmen wir zu Sonic und heute hier wieder mit voller Punktlandung, denn heute wir werden hier 18 Minuten spielen. Tja, 18 Minuten. Wir starten ab jetzt hier beim Preview, denn 18 Minuten passt ja. Und die zwei Einstellungen passen. Das passt doch alles. So. Was soll man da was 15 Minuten machen? Wahllagune. Und tja, also, wie gesagt, Sonic und ich nehme die Einstellungen, also lass das. Hey, und tja, also 17 Minuten. Hier ist Sonnigen und Sega Allrein. Das Preview. Review kommen in den kommenden Tagen. Das zeige ich euch schon mal. Kommen in den kommenden Tagen und ja. Und ich möchte nicht, dass dieser Nonntag irgendwie dann auf verreckt, weil die Nonntag gehen einfach auf den Geist. Aber nun hier ist Sonnigen und Allrein von Sonnigen und Sega Allrein. Tja. Sega ist ja der Rivale von Nintendo, also Sega und Nintendo sind ja Rivalen. Manchmal kooperieren sie ja in verschiedenen Spielen, wie zum Beispiel, okay, zwei Runden, das reicht ja. Und das war nicht sehr lustig. Also schau nicht da mal, Kinder. Und das hasse ich! Oh. Alarm! Wir haben einen Allstar auf der Strecke! Ready, go! Also... Sorio ist groß und Sorio ist böse! Das gibt keinen! Also, tja! Also hier Preview... Tja, das Review kommt in den kommenden Tagen. Tja, man muss ja mal gucken, was da los ist mit dem Landtag, deswegen... Ich räum den großen Stil auf! Okay! Bam! Also, tja, muss ja mal gucken, was da los ist, bevor ich das Deckel nie irgendwo mache, muss ich ja mal gucken, was da los ist. Denn irgendwas stimmt da nicht mit dem Controller, weil mit dem Landschack, das... Lust auf mehr spannende Renn-Action? Natürlich! Finger weg von der Fernbedienung! Ich weiß... Ich hasse einfach die Nunchucks, ja. Und deswegen habe ich noch 15 Minuten Zeit hier. Und probiere einen anderen Nunchucks auf. Aus 2 Meter am Motorrad fahren, deswegen, Juhu. Geht bloß der, oder was? Ich hoffe, der ist gut, weil sonst hasse ich sowas von aus. Shibuya Zentrum. Ich hoffe, der Nunchuck geht wieder, weil sonst wird es nichts mit dem... Nee, tja, ihr wisst ja schon. Deswegen sind es nun 2 Previews. Reviews kommen. Das Review zu Sonic und Sega Odds. Zu Sonic und Sega Allwelten, das Review kommt noch, der wird noch kommen, wenn nicht heute, sondern mal anders, wenn dieser Nunchuck endlich geht. Und ich bin gerade so sauer auf den Nunchuck. Ich hasse! 3, 2, 1, los!
Ach, jetzt geht's. Amigo ist in Partylaune. Er führt. Na toll, was war da gerade los? So, also tja, sollen sie ja auch dabei sehen. Shadow zuckt bei diesem Treffer nicht einmal mit der Lippe. Da ist was Großes, das ist ein Arsch. Sobiko kommt mit Sobio angetappt. Das! Bleibt dran, Leute, wir sind in der letzten Runde. Jetzt. Nein! Ich! Bitte gib nicht. Hä, was? Bin ich registriert? Wird's richtig heiß. Ach, jetzt gehst du. Nein. Aus! Nein, du kleinen... Ich gebe mir noch. Ich glaube, wir sollen die Fotoaufnahme lieber die Nunchucks testen. Weil da hinten habe ich glaube ich noch einen Nunchuck und der. Wie du gehst jetzt den Geist aus. Ich habe dich neu gekauft und dann beim Preview. Oh nein, nein. Nein, du! Und noch 11 Minuten, das wird echt knapp. Ach stimmt ja, ich habe ja noch einen Anzug. Wenn... Tja, ich muss dann gucken, was da los ist. Ich werde da so ein paar Tests erledigen. Weil es kann sein, dass die Anzugs nicht mehr gehen. Ach, der geht! Was war da los? Geht der etwa? Ja, der geht! Und nach 10 Minuten bis... Das wäre die Wünsche kommt lieber, dass der geht. Der ist eigentlich Schrott, aber der geht. Der geht und die anderen gehen leider nicht. Die sind neu gekauft. Wieso klappen die nicht? Ich glaube, ich muss da mal einen Test machen. Das kann ich euch schon verraten. Wir machen einen Eiszapfental. Wieso hängen die auf einmal auf? Das geht mir so auf den Schenkel. Das. Also, wo ich mit dem. Ne, das sage ich jetzt nicht. Das hat so super geklappt und dann. Gehen diese Nunchucks nicht. Ich glaube, wir werden nach dieser Aufnahme erstmal eine kleine Pause machen. Wir übertragen das Rennen. Deswegen nur 9 Minuten. Deswegen kann ja leider nicht so viel zeigen. Vom ich glaube, ich muss da mal kurz, also, tja, deswegen hier. Also ich möchte noch ein Preview zu seinen irgendwelchen Transform machen, da kann ich, werde ich glaube ich dann den Pro-Controller daneben.
Und aber das Problem ist, wenn diese Nunchucks nicht mehr gehen, dann wird nichts, denn dann muss ich wieder mit. Also ich frage euch, was das Problem ist. Wenn die Nunchucks nicht gehen, also wird dann vielleicht einen Probe-Testlauf machen. Ein Testlauf, deswegen tja, weil sonst geht's nicht. Es geht einfach nicht. Und wenn dann der wenn der einfach Kumpel dazu bekommen und dann sagen, hey, der Wetter geht nicht und so. Das weil ich muss es organisieren. Und rat mal, es kostet Geld. Wirklich, es kostet Geld. Oh, noch 7 Minuten. Was machen wir mit 7 Minuten? Ich kann euch den Shop zeigen. In 7 Minuten noch ein Rennen anfangen. Wird leider, glaube ich, nicht, weil es kann sein, dass die Nonsens. Die spinnen irgendwie. Das geht einfach nicht. Aber. Also, ich möchte euch nur sagen, das Review zu Sonic und Sega Auto Racing wird noch kommen, denn. So, geh mal ein, Sonic und All-Stars. Sonic und Sega All-Stars Racing. All-Stars Racing. Also da haben wir wunderbar. Und da haben wir das Review. Tja, da das Rückblick. Das Wetter. In den kommenden, also in 2 Wochen wird das Review kommen. Also ich werde vorher noch einen anderen Content hochladen, was vielleicht euch interessieren wird. Also einen Content werde ich hier hochladen, vielleicht Smash oder so. Aber Problem ist nur Nunchuck. Das gehe ich so auf den Senkel. Ich habe die neu gekauft und dann gehen die nicht. Der geht! Und die anderen? Die sind brandneu! Das wird also nichts. Also. Boah. Und wenn das ist das Problem. Nunchuck. Aber. Was kann man dagegen bloß tun? Also wirklich, ich habe ja gesagt, ich habe gerade wirklich keine Lust, 5 Minuten noch zu reden, deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Preview zu Sonic und Sega All-Stars Racing. Dann sage ich halt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und in 2 Wochen geht's dann das Review zu diesem Spiel. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Review. Also, bis dahin, eine wunderbare Zeit und ciao, euer Cube. Ciao, Leute!